Servus, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Forest mit dem Pater, dem Chris und natürlich dem Gastgeber Mushroom. Guten Tag. Danke. Hallo. Guten Tag, hallo. Da los, weiter geht's. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Arschloch. Vorsicht, Pieper, hier nicht runterfallen, gell? Wie beim letzten Mal. Wie beim letzten Mal? Ich bin da nicht runtergefallen. Doch, du bist da runtergefallen. Ach, das hier. Ja, ja. Ja, das war ja an sich nicht tragisch. Ich bin runtergefallen. Ja, sorry, ich weiß nicht, ich wusste gerade nicht, was für eine Ecke das war. Nee, das Blöde war ja, ich konnte erst an der Kante gar nicht hoch wieder, ne? Okay. Du hast meine Berechnung, Bitches, übrigens gleich da. Ach, du kannst gar nicht mal rechnen. Das stimmt auch wieder, aber jetzt ist nicht zu sagen. Leute, wir sind draußen. Oder? Ja, so, erst wir sind ja am Rand vom Arschloch. An der Rosette, sagst du? Ja, so ungefähr. So, ja, kann man, genau. kann man so kommt, sagen? Hier kommt das letzte Tor, warte. Pieper, geht's bei dir auf? Bei mir geht's... Bei mir geht's auf. Ja. Ja, ich muss halt selber auch noch was drauflegen. Easy going, ist schön offen. Ich bin durch und bin im Arschloch. Nice! Wir sind da, Leute. Und da hinten ist Kram. Wir sind am Darmeingang. Wir speichern jetzt da vorne bei der Hütte und tauchen dann direkt runter. Es sind zwei Stück von denen, Alter. Ja, ich sehe es auch gerade. Wo ist denn hier die Hütte? War das nicht auch so eine Einmalhütte? Ach nee, da ist sie doch. Da ist sie doch. Noch einmal speichern, sagst du? Ja. Da haben wir. Gar kein Problem! Und dann tauchen wir da runter. Du hast mal voll auf dem Bildschirm gespuckt, Alter. Ekelhaft. Oh Leute, jetzt fängt es an mit Regnen. Ich dachte gerade, wo kommt dieses Geknarze? So Leute, jetzt wird sich herausstellen, ob Pada recht hatte oder nicht, Bitches. Ich tauch mal runter. Feuer. Ich auch. Dito? Los geht's. Mit Feuerzeug. Ins Arschloch der Welt. Das nennt man dann den Darmausgang. Es kommt noch nichts. Ja. Es kommt nichts. Und es geht weiter. Ihr blöden Penner, Alter. Ich kann mir schöne Entschuldigung hören von euch Idioten. Es tut uns voll leid. Tut mir nicht leid. Chris, ich weiß nicht, wie tief es geht. Nein, hast ja recht gehabt. Sorry, Pada, im Namen aller. Alter, ja, weil ich lesen kann. Ja, sorry, ganz ehrlich, wenn die da Bugfixes reinschreiben. Die Höhle wurde neu geedit und ist ganz, ganz frisch, Leute, liebe Zuschauer. Wir sind jetzt zum ersten Mal hier. Fresh. Nein, aber wenn nur die da Bugfixes reinschreiben und wir sehen das hier, dass gar keine Bugs gefixt Alter, wurden, sogar ist, noch alles ist, schlimmer ist, tief, dann gehst du auch nicht davon aus, dass sie hier so eine Höhle auf einmal reingemacht haben. Chris, ich glaube nicht, dass du das mit einmal durchtauchen schaffst. Das glaube ich auch nicht. Aber probier's. Du kannst ja mit dem Dicken da hinten begnügen. Kann man ein Ding, ein Tauchgerät mitnehmen? Nee. Du kannst nur das eigene halt nehmen. Und da werden wir. Alter, wie geil sieht die denn aus? Und da bin ich jetzt auch mal gespannt hier. Liegt was, da liegt... Alter, die Musik alleine ist schon mega hier. Wieso hab ich keine Musik? Ich hab hier auch keine. Ich höre hier ist ein Zettel. Oh, eine Zeichnung. Das ist von Timmy? Ja. Den Krüppeljungen. Timmy! Alter, hier atmet etwas richtig fies. Hört ihr das nicht? Dieses Brumm? Ja, das habe ich gehört. Ja, das meine ich. Ja, keine Musik. Wow! Ich hab's auch gerade gehört. Leco mio. Ich geh mal hier weiter. Alter, wie sieht das denn hier aus? Boah, fuck, Chris, wie machen wir es am besten? Ja, ich finde mir jetzt einen neuen Timmy. Gute Frage. Weiß nicht, wir können hier einmal tauchen. Ich weiß nicht, ob wir dann. Oder hier drüben weitergehen. Lass erstmal hier drüben weitergehen. Ich habe ehrlich gesagt Angst, ins Wasser zu gehen hier gerade. Ja. Hier sind zwei Typen. Ja, da sind zwei Typen. Alter, geile Höhle, Alter. Oh, die haben uns gesehen. Aua! Ich krieg erstmal gleich auf den Sack. Alter, wie du mich. Ninja-Kannibale. So, alles ist geil. Die gab Skills like a Ninja. Alter, die Höhle sieht aber mega gut aus, ey. Ja. Knochen und so weiter mitnehmen. Ja. Alter, wie geil. Das meine ich, solche Momente in The Forest. Der Chris denkt sich auch nur, ach, fickt euch doch. Ey, dafür, dass das schön mit Unity gemacht ist, ist das schon echt in Ordnung, finde ich. Ja. Wir müssen mal offscreen mal mit dir ein bisschen spielen, damit wir das ganze Zeug für dich einsammeln können. Alter, wie riesig ist das bitte alles? Ich will gar nicht wissen, ob man hier überall tauchen kann, Alter, aber das sieht so tief aus. Ja, das frage ich gerade, aber da hinten geht's weiter. Ah, die springt direkt rein, ey. Lass mal reingehen. Hinten geht der Weg weiter. Ja, ja. Ich hör Babys. Auf der Seite geht's weiter. Ja, ich will nur erstmal gucken, ob hier irgendwo irgendwas halt noch ist, ne? Aber bei solchen neuen Arealen... Alter, ich hab ja die Taschenlampe vom Tauchgerät, Alter. Guck mal hier runter, vorne, pass auf. Ist das so eine Opferhöhle oder was soll das sein hier? Da unten sind Babys, ich weiß halt nicht. Ach doch, das ist ein Seil rechts, ja. Sein, es hat nur einer Molly oder eine Bombe oder sowas, die er da runterfällt. Ich bin jetzt beinahe hier runtergefallen. Was
falsch. Die hat ja, wie geil die einfach nur ist. Das könnte ich jetzt schon wieder abschissen hier. Richtig? Ach, oh, aber bitte nicht oh, auf deinen Bildschirm. Ah, doch, ich liebe sowas, ey. Immer so durch neue. Auf dein Bildschirm zu jizzen. Er liebt nein, ich liebe es auf meinem Bildschirm zu jizzen, Alter. Ah, irgendeiner muss mich mal wiederbeleben. Hä? Bei mir stirbt. Bei mir lebst du nicht. Echt? Bewegst nee, jo. Nee, gerade ging. Nee, gerade ging irgendwie nichts, deswegen. Erstmal Totspiel. Wie geht's denn hier weiter? Mit der Spitzhacke, Junge. Ah! Ach, da, jo, stimmt. Fuck! Mit dir kaputt. Ja, und wohin? Du weißt schon, dass du nur da oben rüber musst, gell? Ach so. Ich kletter da alles hoch und hoch. Ja. Fuck off, Alter, ich sehe gar nichts. Warte, du bist im Weg da. Was ist das denn? Okay, da hinten ist brennt irgendwas. Das ist ja, Muschi, aber er braucht auch dieses Hacktool. Alter, hört ihr dieses Geräusch die ganze Zeit? Ja. Ja, nicht immer. Dieses Guck mal, ob ich hochkomme. Dann gucke mal ganz kurz. Alter, was ist das für eine Höhle, bitte? Ja, hier geht's hoch, hier geht's hoch, Leute. Ihr könnt doch mal durchhaschen. Ach, Mushroom, du bist da unten, alles klar. Wo bist du? Alter! Hinter dir. Ah, okay. What? Alter, was ist das bitte? Da unten ist Muschiklaus auf jeden Fall. Ja. Oh ja, da ist er. Man sieht ihn. Okay. Ich frage mich, ob hier irgendwo Timmy ist. Aber was ist das? Weil noch tiefer, Alter, noch weiter oder so geht's doch fast gar nicht. Wollen wir Muschiklaus abknallen? Ja, müssen wir ja, weil ich habe nämlich nichts zum Werfen. Ich habe noch dreimal Molly. Könnt ihr ihn irgendwie markieren mit Flares? Warte mal. Ja, aber, hä? Ich habe keine Flares mehr. Ich habe nämlich auch keine mehr. Hier. Warte, ich mach schon. Was ist denn der schon wieder nebenbei? Ey, du machst die ganze Zeit deinen Ludel, da ist ich mit Chicken Nuggets. Das Dumme ist, man sieht nichts, wo man hinwirft. So. Jawohl, aber er ist reingegangen. Und er rennt rein, der Vollidiot. wenn er jetzt hier hochkommt, haben wir ein Problem. Ach, nee, Quatsch, den kriegen wir down. Alter, was für eine fette Höhle. Da kommt ein Eingeborener hoch. Oder auch nicht. Der versucht's, aber schafft's nicht. Er hat sich wieder hingesetzt. Wo ist Klausi? Der ist ganz da hinten auf dem Weg. Ja, wie ist der Plan? Wie wollen wir es machen? Sollen wir einfach mal runterjumpen, die zwei ganz normal töten und. Ja, wollen wir? Ja. Warte, ich pack mir mal schnell meinen Katana. Zwei. Ja, komm wieder, ne? Ja, Muschiklaus kommt wieder. Oh, er kommt wieder, Papi kommt wieder heim, oder was? Warte mal, da kommt dir den Weg nicht hoch, oder? Nee. Glaube ich nicht. Wow, oh, Leute, der eine kommt hoch. Alter, kannst du bitte das Licht anmachen? Hm. Der ist doch so ein Muschiklaus. Das sind zwei Klausis, Alter. Da ist Klaus männlich und Klaus weiblich. Er kommt hoch, wir müssen trotzdem drauf auf den. Ja, geht ja nicht anders, ne? Oh, ich bin tot, instant, Alter. Alter. Wow. Warte, ich schaff das. Du bist safe. Ah! Ja, dann dreht sich wieder, Pater, hau ab! Geil, ich häng natürlich hier unten fest. Wow, Alter, was? Wo rutsch ich denn hier bitte ab? So. Ja, ich bin da auch gerade runtergerutscht. Aha, du alte Schlampe da. Komm her. Erstmal da hoch wieder. Vorsicht. Alter Latz. Down. Weg ist er. Der ist so down. Ey, ich brauch was zu essen. Habt ihr was? Ah, ich hab noch ein Chicory-Kram. Richtig. Das ist für den Notfall gedacht. Da hab ich. Wir müssen langsam weiter, Leute. Chicory was finden. Okay, komm. Wo ist das weiter, Klausi? Mal hier rechts runter. Ne, kommt das mal hier, wo ich bin. Okay, lass uns mal das angucken. Da ist, glaube ich, nichts, sobald ich das gesehen habe. Alter, ey, hier kannst du machen, was du willst. Hier siehst du aber nichts, ne? Du siehst. Ja, es tut mir echt leid, Freunde. Also, ihr könnt nichts sehen, ey. Nichts. Mit der Taschenlampe kannst du es einigermaßen gut überblicken, aber. Ist ja nichts. Alles gut. So, das ist meine letzte Flare, die ich gleich schmeißen werde. Weil es natürlich. Also Leben kommen wir ja nicht, Chris, Leben kommen nicht, wir nicht mehr raus, kann, das ist euch bewusst, gell? Natürlich kommen wir lebend raus. Das wird nur ein arschlanger Weg. So, das, soll ich Muschiklaus schon mal anlocken? Ja, komm schon. Ja, kommt schon. Brauchst du noch nicht mehr. Wow. Ich
Mach mal die Babys kaputt. Aua! Was? Aua Gott. Aua Gott. Ein Hit von dem Baby. Also die ganze Energie. Ich bin tot. Ich bin tot, er hat mich. Ja, warte, wir holen dich gleich. Ja, komm her, du blödes Miststück. Wer wach auf, wow. Da sitzt, Mann. Ich ja, meine Beute würde ich auch machen. Days Survive steht da. Nein! Und die haben mich gefressen, Leute. What? Fuck. Ja. Ja, da war's das auch für mich. Boah, Pada. Ja. Warte mal, bleib mal da oben, bleib da oben, bleib da oben. Ja, 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 ja. So schnell verlasse ich meine Safe Position hier nicht. Wieso kann ich das nicht? Treffen wir uns im Lager? ich Alter, bin immer noch in der Höhle unten. Das Spiel ist so dreckig buggy, Mann. Jo. Ja, das Problem ist, ich habe keinen Boost, Alter. Ich kann nichts werfen. Ich habe auch keine Federn für Pfeile oder so. Bei mir zündet er das dumme Ding nicht an. Tja. Ich habe noch einen Spoiled Leg. Vielleicht kann ich dem das ja in den Kopf schmeißen. Mal gucken. Ja, wie gesagt, ich kann euch jetzt nicht mehr hinterherkommen, weil ich habe kein Tauchgerät, die Dinger nicht. Also müsst ihr jetzt alleine zusehen, wie ihr da unten klarkommt. Ah jo, du kommst ja auch gar nicht mehr wieder hier runter, ne? Ne, ich mach mich auf den Weg Richtung Lager. Ich bin auch schon wieder beim Loch. Ich hätte jetzt gesagt, dann kannst du ja schon mal anfangen mit dem Chris zu gucken, wo die ganzen Sachen alle liegen. Das ist noch unten in der Höhle. Alter, kannst du mal wieder da hochspringen, du Scheißvieh! Du bist noch ganz unten, Chris. Ach fuck, ich bin ja runtergesprungen, ne? Wow! Nee, wenn er runtergesprungen ist, kommt er auch nicht wieder hoch, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist blöd, ne? Dann muss ich umdrehen. Was brauche ich alles noch, um die Bombe zu bauen? Boost, Uhr, Geld und ich habe keinen Boost, Alter. Ja, wir auch nicht mehr. Alter, das kotzt mich gerade an. Ich wollte auch noch sehen, wie es da unten weitergeht. Dann suche ich mir mal eine schöne Position hier, um... Zündest du das jetzt bitte... Ey, ich treff den nicht, aber der mich, Alter. Das ist scheiße. Ich hätte eigentlich gedacht, ich kann das Zeug nicht mehr anzünden. Jetzt eigentlich gedacht, das wäre so ein Spotter, erwische ich den, aber der mich nicht. Warte mal, vielleicht mit dem Speer. Ach, genau. Escher! Na komm. Ich weiß nicht, ob ich ihn treffe. Ich glaube nicht. Nee, das wird zu hören, wenn du ihn triffst. Ja, ich treffe. Ich treffe. Das sieht auch billig aus. Kass ihn ein bisschen, komm. Komm, Piesacken. Aha. Alter, wenn wir den jetzt so wegkriegen. Der blutet schon. Ich lach mir den Arsch weg. Der ist tot. Nee, ist er nicht. Nein. Nee. Aua, ich getroffen, die Drecks. Alter, und wie viel der mir gleich abzieht. Ja, mir hat er auch gerade das halbe Leben. Jetzt ist er tot. Wir sitzen da oben auf dem Fels und stochern den die ganze Zeit mit dem Speer und der stirbt. Erstmal ein bisschen anpieksen. Was für ein Noob, ey. So, ja, wo lang ja, jetzt? Scheiße, ey. Ja, hier vorne lang, ne? Weil von da sind wir gekommen von es da hinten. Es gibt nur eine Richtung. Ja, naja, nur wir mussten gerade gucken, wo unsere Orientierung ist. Am Arsch ist sie. Richtig, deswegen haben wir noch mal kurz evaluiert, wo es lang geht. Geht's da auch weiter? Weiß ich nicht, ich war noch nicht in der Höhle. Oh, ich dachte ja bis gerade noch, dass sie nicht existiert. Nee, ich glaube hier ist nichts mehr. Ja, da wo du bist, aber hier. Ja, ja, da geht's schon weiter, glaube ich. Ich wollte es gerade sagen, hier ist ein dickes Dingen. Ich bin jetzt an der Strandbasis. Ich hab schon verstanden, an der Strandbar. Wenn du kurz wartest, dann kill ich mich mal eben. Da verlierst du doch alles, das ist so scheiße. Ja, kann ich ja nachher wieder. Er kommt sowieso nicht mehr hoch. Ja, ja, das ist schon. So oder so ein bisschen doof. Er verhungert da unten, Mann. Ich habe mir gerade mal Feuer gebaut und verbrenne. Alter, ist... Ja, das erinnert mich so ein bisschen an eine Stelle aus Dark Souls 2. Ey, Pieper, Mann, ich hab Angst. Ja? Ach komm, da kriegen wir hin. Bist du ein Mann oder eine Maus? Eine Maus? Dying of Cold, vielleicht some warm. Alter, was ist das für eine Tür? Die ist nicht available! Nein! Nein! Oh, ey, das ist genauso wie so ein scheiß Cliffhanger am Ende von einem Film, ne? Ich muss ein Feuer bauen. Mir wird kalt. Ah. Hast du Stickies noch? Jawohl. Ja, ja. Da liegt was. Da liegt noch eine Zeitung. Ja, die habe ich auch schon mitgenommen. Alter, was ist das für eine moderne Arschloch Tür, bitte? Ist das denn, ey? Was ist das für eine moderne Tür? Fokus, moderne Tür.
Wie, was denn was für eine? Ja, so eine Bunkertür irgendwie sieht es aus. Alter, what the fuck, wie das aussehen, ihr Pussy? Ja, da kannst du aber nicht mehr weitergehen, weil da... Ich hab euch gerettet, ihr Spackwurst. Ja, wir wollten doch, aber wenn da so ein Viech auf dir sitzt, dann... So, ich bin mal wieder da. Alter, nice. Okay, Pieper, dann lass uns zurückgehen und dann... Ja, geht ja nicht anders, ne? Was? Ey, das nächste Update dauert jetzt 21 Tage, ne? In 21 Tagen kommt es, oder was? Weiß ich nicht, da kommt das nächste Update. Ob das jetzt damit drin ist, weiß ich nicht. Boah, ich glaube nicht. Also, in 21 Tagen nicht weiter, oder was? Genau, da geht's jetzt nicht weiter. Aber in 21 Tagen kommt ein neues Update. Vielleicht ist das ja damit drin. Ich weiß es nicht. Wenn, dann präsentieren wir uns euch das natürlich. Sicherlich. Also da bin ich jetzt auch ein bisschen heiß geworden, ne? Aber ich glaube nicht, dass es da dabei ist. Ey, ganz ist ehrlich, wenn da so eine fette Bunkertür ist, dann wette ich mit dir, dass das schon fast auf irgendeine Verschwörung zurückgeht. Weil solche mutierten Viecher, ja, da kann nur irgendeine... Das erinnert? An Resident Evil so ein bisschen, ne? Nein. Nicht? Rat mal weiter. Lost, kennst du die Serie Lost? Ich hab die nie gesehen, ne? Ich auch nicht. Erstmal spoilern, sagst du? Ja. Nee, Alter, aber halt. So alt, da kann man nichts mehr spoilern. Das ist, Mein Baby lebt noch. Auf jeden Fall. Weiß nicht, ich glaube, das ist irgendeine Verschwörung, dass da irgendwelche Wissenschaftler dahinter stecken oder so. Und die hier diese mutierten Viecher da machen. Wette ich mit dir. Irgendwie sowas kommt da bestimmt noch. Also wenn die halbwegs schlau sind, die Entwickler, dann machen die ja so einen geilen Scheiß rein. Da das wäre richtig geil, weißt du das? Dass sie so im Nachhinein so eine kleine Story noch mit reinkriegen. Wie lange geht die Folge eigentlich schon? 16 Minuten. Okay. Echt? Kommt mir irgendwie viel länger vor. Ja, mir auch. Da ist irgendwo einer wieder. Ich dachte auch schon, wir sind bei über einer halben Stunde oder so mittlerweile. So, ich bin jetzt am Baumkronenpfad. Alter, also, du siehst einfach mit diesem Feuerzeug, siehst einfach gar nichts. Also es tut mir leid. Das kannst du auch vergessen. Ich nehme auch, glaube ich, mal eben wieder die Axt und hau mir dann hier so ein Stück Kloster drauf. Weil ich habe ja sonst nichts. Taschenlampe ist bei mir alle. Batterien finde ich nicht. Ich hoffe, jetzt zündet's an. Ja, super, herrlich. Ah, da, oh, Mann, ey. Siehst aber... Geil, bei dir hängt die Flamme direkt vor der Axt und nicht auf der Axt. Ist auch gut. Guck mich mal an, vielleicht habe ich den gleichen Bug. Sag mal. Ja. Achso. So viel zu Bugfixes. Mhm. Ach toll, jetzt ist das Ding eh gleich wieder weg hier. Klasse. Ja, Freunde, da, das war die Reise ins Arschloch, Mann. Sehr leider, spannend. Leider geht's noch nicht weiter. Leider geht's noch nicht weiter, ja. Aber es fehlt noch eine ganze Ecke. Der Plot-Twist fehlt irgendwie noch so ein bisschen. Deswegen auch vielleicht dieses Brummen, was du hörst. Das ist halt... Das ist irgendwie vielleicht so ein Generator oder sowas. Irgendwas richtig Fieses ist da unten noch. Ganz ja, mit Sicherheit. Das wird mit Sicherheit irgendwie, wie ich schon sagte, so eine Art Verschwörungsscheiße. Entweder ein Riesenvieh oder halt irgendeine Maschine oder so ein Generator oder irgendwas. Ja, wenn das schon so ein Bunker ist in so einer scheiß fucking Tiefe, ne? Oder wenn du dir alleine mal auch diese Streben hier anguckst, das sieht mehr so nach Metall aus, ne? Das sieht aus wie Metall. Oder Aliens, Alter. Alter. Ja, so weit wollte ich jetzt nicht gehen, aber das habe ich auch in Betracht gezogen. Das wär's aber auch, Mann. Voll die Verschwörung, Alter. Ach, war das hier mit Tauchen? Ah, jo, hier war das. Also, wenn da Mulder und Scully hinter der Tür stehen, da weißt du Bescheid, ne? Oder Pardo steht hinter der Tür mit seinen Illuminaten-Boys. Dann würde ich alle in Arsch. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Oh, Alter, Verschwörung. Geil, das wäre, man. Hey, man könnte so viel Scheißes rausmachen aus so einem Spiel. Die paar Dominaten. Weißt du, machst erstmal so ein Spiel, so wie jetzt hier. The Forest, einfach. Es geht einfach nur ums Überleben im Wald. Und wette mit dir, der Timmy ist dahinter, mit dem wir irgendwie versuchen. So viele kleine Geheimnisse machst du in das Spiel rein, wie so eine Höhle. Verstehst du? Wo du denkst, ja, eine ganz normale Höhle, tauchst mal rein. Und was findest du da, so einen modernen Bunker oder so? Aber ganz ehrlich, also das fand ich jetzt ein bisschen mies, dass das wirklich nur so ein relativ kurzes Stück ist. Ja, schon. Da hätten sie ruhig noch mehr reinknallen können. Aber ja, ich meine, gut, wir machen die ganzen Updates für lau, ne? Ihr könnt ja die ganzen Tauchdinger nochmal überprüfen, die ganzen Wasserstellen, die es da noch gibt. Vielleicht geht's ja auch. Wir sind schon. Alter, da unten laufen ziemlich viele. Alter! Mushroom, komm mal hier hoch. Ich komm hier nicht mehr hoch. Alter! Hä, wo seid ihr jetzt genau? Wir sind genau unten am Loch, wo wir einmal hängen geblieben sind. Wir waren gerade extrem. Warte mal. Wieso sind sie nicht mehr da? Jetzt, wo gerade wo du rausgekommen bist, ne? Da sind die alle. Ja, ich bin gerade hoch, alle sind weg. Aber du hast da auch noch gesehen, ne? Einen habe ich gerade noch gesehen. Hier war mindestens ein Muschi-Klaus, dann waren ja noch zwei von diesen dicken Typen. Cowmans. Ja, irgendwie sowas. Und da hinten bei der Tür waren auch noch fünf Eingeborene oder so.
Hier irgendwo sind wir auch noch in der Mitte mal rausgekommen, oder? Bei einer Höhle. Ja, das war aber ziemlich weit oben. Ja, okay. Ja, komm, lass uns hier... Jo, dann mal so langsam wieder zurück, ne? Lass uns einen dünn machen. Lass uns mal hier die Folge beenden. Können wir machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir schon aus der Höhle draußen sind. Danke fürs Zuschauen, liebe Freunde. Ich kann nicht mehr richtig sprechen, aber... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.